Die Stadt Bensheim ist zum zweiten Male Gastgeber für das größte Landesfest der Hessen, den Hessentag. 1976 kamen nach damaligen Schätzungen rund 350.000 Gäste an die Bergstraße. Ohne Zweifel wird der Hessentag 2014 als Publikumsmagnet diese Zahlen bei weitem übertreffen. Der Bergstraße Energieversorger GGEW AG sorgt selbst mit dem Projekt Magic Lake am Bensheimer Badesee bei freiem Eintritt für einen mehrtägigen Mega-Event. Der Magic Lake bietet zahlreiche Höhepunkte wie die Übertragung des Finales Dolles Dorf live im HR-Fernsehen, ebenso wie die Radiopartys und Live-Berichte von RPR1 und Big FM. Ob Hessen-Festival des Sports oder Sportangebote im Allgemeinen, hier gibt es Energie in Bewegung pur. Spektakuläre LED-Laser- und Wassershows, einen Beachclub, Infotainment-Park, den GGEW World Battle Contest mit einigen der weltbesten Breakdancern, eine große Aktionsfläche für Kinder, Biergärten, vielfältige Wassersportaktivitäten, den Brasilientag, Public Viewing sowie Filmvorführungen auf LED-Wänden auf dem See. Die GGEW bietet inmitten des Hessentags-Spektakels eine der größten Attraktionen. Viel Live-Musik gehört natürlich auch dazu. GGEW-Vorstand Peter Müller ist schon jetzt begeistert vom anstehenden Hessentagsspektakel. Ja, die Highlights beim Hessentag zunächst mal sind internationale Stars da, wie Bryan Adams, Seed. Bei uns am Badesee ist die Funk-Soul-Diva Doretta Carter da. Also dann haben wir in der Variabilität auch einen Programmpunkt mit dem hessenweiten Polizeiorchester, was eine tolle orchestrale Veranstaltung bringt. Und für die Kleinen haben wir ein Solarboot. Wir haben auch für die Leute selber eine Sportsache. Die können auf dem elektrischen Tanzboden Energie erzeugen. Also das wird da ganz toll. Nicht nur für Bensheim ist der Hessentag Chance und Herausforderung zugleich. Er ist ein Highlight der Metropolregion. Ja, die Region profitiert natürlich durch das Zusammenbringen vieler Menschen aus den Gebieten Rhein-Main und Rhein-Neckar, die mit Freude hier feiern können, die sich bei uns im Biergarten 700 Plätze zusammentun können, die sprechen können. Wir bringen einfach Freude für die Menschen und das ist uns auch einiges wert. Wir bringen Begegnungen, wir bringen Spaß, wir bringen internationale Stars hierher für die ganze Region. Und ich glaube, das ist einfach eine tolle Sache, die wir hier für die Leute machen können. Bei der Fülle an Veranstaltungen steht ein Besuchermarathon an. Ja, ich selber werde auf jeden Fall diese Brasilianerinnen beim Eröffnungsspieltag sehen wollen. Es ist ja heute ein Bild gezeigt worden. Die tanzen hier Samba bei unserem Magic Lake. Da werde ich mir ganz genüsslich einen Mojito reinziehen, werde die Brasilianerinnen anschauen. Im Hintergrund dann das Eröffnungsspiel von Brasilien gegen Kroatien. Das ist für mich noch ein Traum. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ja, wir sind jetzt hier mit dem DLRG auf dem Bensheimer Badesee, der ab kommenden Freitag, wenn der Hessentag startet, sich in den GGEW Magic Lake verwandelt. Heute ist ein wichtiger Tag für uns. Wir schauen hier gerade, wo wir genau unsere tolle LED-Lasern-Wassershow positionieren. Dort hinten, ich guck mal hin, da ist gerade das THW, da werden jetzt so Pontons aufgebaut und dann wird dort die Wassershow platziert und die LED-Leinwände, damit die Besucher dann ein ganz tolles Erlebnis mit nach Hause nehmen können, wenn hier um 23 Uhr täglich diese große LED-Lasern-Wassershow auf dem GGEW Magic Lake startet. Wird super. Der GGEW Magic Lake wird am 6. Juni um 18 Uhr offiziell eröffnet. Bereits ab 10 Uhr öffnen sich die Türen zum Eventpark mit einem breiten Angebot an Spielen, Infos, Beratung, Quiz und einem Malwettbewerb rund ums Thema Energie. Um 20 Uhr wird dann die Radioparty Big FM Tronic Love live vom GGEW Magic Lake übertragen. Ja, heute ist die Technik dran, wird alles aufgebaut, aber es passiert ja noch viel, viel mehr. Wir haben einmal auch noch von der DLRG einen spektakulären Tauchcontainer, der ist 13 Meter hoch mit einem riesigen Turm. Dann wird hier der Biergarten hinter mir aufgebaut, da kann man sich dann gemütlich niederlassen und was Leckeres essen und trinken. Der Infotainment-Park hinter mir, da werden gerade Zelte aufgebaut. Also es passiert heute wirklich richtig viel, hier ist richtig Action und die nächsten Tage entsteht dann hier die komplette Landschaft, die den GGEW Magic Lake dann in seiner ganzen Fülle ausmacht.
Hier wird es demnächst ganz tolle Lounge-Möbel geben, so kuschelige Sofa-Inseln, da kann man sich dann mal relaxed reinlegen. Hier ist richtig Action heute, sehr viel Aufbaumaßnahmen und die nächsten Tage wird hier die GGW Magic Lake Welt entstehen und darauf kann man sich heute schon freuen. Und wir hoffen natürlich, wenn man mal guckt, was heute für ein klasse Wetter ist, genauso wünschen wir uns das zum Hessentag 2014 hier in Bensheim. Und wir freuen uns jetzt schon auf die Besucher, die uns mit ihrer Anwesenheit hier am Beach Club und auf der ganzen Fläche beehren werden.